war das hier mal der heutige Säulensaal, in dem wir, wie ich finde, mal sehr schöne Veranstaltungen auch erleben können im Roten Rathaus, also in dieser früheren Bibliothek, sind wir heute zusammengekommen, um ein besonderes Buch vorzustellen. Das Rote Rathaus in Berlin, eine politische Geschichte, darum soll es heute gehen. Und ich freue mich sehr, dass wir Ihnen das vorstellen können im Rahmen ja, eines besonderen Jubiläumsjahres. Wir wissen das ja, dass wir ja in Berlin oft Jubiläen feiern und besondere historische Daten würden, gerade wie in unserer Stadtgeschichte schon auch eine große Rolle gespielt haben. Dieses Jahr ist es wieder soweit. Wir werden ja nicht nur 30 Jahre Deutsche Einheit feiern und 100 Jahre Groß-Berlin, so wie wir in Groß-Berlin kennen, so wie wir es heute kennen. Es ist vor 100 Jahren gegründet worden, auch gegen Widerstände, die ich jetzt immer mal wieder auch nachgelesen habe. Es waren damals nicht alle begeistert. Dass es zu diesem Berlin kommt, aber zum Glück haben sich dann gute Argumente auch durchgesetzt. Nein, wir feiern in diesem Jahr auch 150 Jahre Rotes Rathaus und genau dafür ist dieses, wie ich finde, sehr schöne und bemerkenswerte Buch entstanden. Ein Buch, das Berliner Geschichte zeigt, natürlich vor allem auch die Geschichte dieses Hauses, wie immer in Berlin kann man sagen, die wechselvolle Geschichte des Hauses, aber anhand dieses Hauses wird eben auch immer wieder Berliner Geschichte deutlich und wichtige Stationen in unserer Stadtentwicklung. In diesem Buch, wenn Sie darin blättern, wenn Sie darin lesen, werden Sie ja alles das wiederfinden, was ganz selbstverständlich uns auch bis heute noch begleitet. Das ganze Thema der Industrialisierung, natürlich die Weimarer Republik, Teilung unserer Stadt, unseres Landes, Wiedervereinigung, der 1. Oktober 1993, als dann das erste Mal nach der Wiedervereinigung das Rote Rathaus wieder der Sitz der Regierung war, des regierenden Bürgermeisters, Eberhard Diebke, war der regierende Bürgermeister, der dann von hier aus wieder die Amtsgeschäfte geführt hat. Das findet man natürlich alles wieder, aber ganz besonders heute auch am 27. Januar möchte ich daran erinnern, dass es natürlich in dieser Stadtgeschichte und eben auch in der Geschichte dieses Hauses auch dunkle Kapitel gegeben hat, dass die Nationalsozialisten während ihrer Herrschaft auch dieses Haus genutzt haben, um ihren Machtanspruch durchzusetzen. Stadtverordnete, Magistratsmitglieder wurden drangsaliert, wurden inhaftiert, wurden ermordet. Wir erinnern auch daran, ja, ständigen Tafel auch immer hier im Roten Rathaus. Aber das ist natürlich auch ein Kapitel, das in diesem Buch eine besondere Rolle spielt und das entsprechend auch dargestellt wird. Ja, meine Damen und Herren, so ein Buch kommt nicht von allein, sondern so ein Buch muss erarbeitet werden durch Menschen, die sich mit der Berliner Geschichte und der Geschichte dieses Hauses intensiv auseinandersetzen und eben auch nicht nur im Rahmen dann der Erstellung so eines Buches, sondern im Rahmen einer langjährigen Arbeit eben auch. Und insofern freue ich mich sehr, dass Herr Flemming und Herr Ulrich heute bei uns sind, zwei der drei Autoren. Herr Scholinski muss ich, glaube ich, aus gesundheitlichen Gründen heute entschuldigen, aber zwei der drei Autoren sind dabei. Und ein besonderer Dank gebührt auch Professor Schaper, dem Herausgeber des Werkes und Direktor des Landesarchivs, sowie Professor Wild, Vorsitzenden der Historischen Kommission zu Berlin, die das Buch mit herausgegeben hat. Also ein großes Dankeschön Ihnen allen dafür, dass wir jetzt diese wunderbaren Exemplare haben. Und natürlich wollen wir die Berlinerinnen und Berliner eben auch mit dem Buch wieder für die Geschichte unserer Stadt und dieses Hauses begeistern. Wir wollen aber natürlich auch dieses Jubiläumsjahr in unterschiedlichster Form würdigen und für die Berlinerinnen und Berliner auch erlebbar machen. Wir werden Ausstellungen haben zur Stadtgeschichte, zur Stadtentwicklung. Der Verein der Architekten und Ingenieure hat schon 1920, also vor 100 Jahren, im Rahmen einer großen Stadtentwicklungsausstellung die unterschiedlichsten Aspekte eben der Stadtplanung und Stadtentwicklung beleuchtet und der Bau- und Wohnungspolitik. 100 Jahre später greifen wir das wieder auf und werden im Rahmen einer großen Ausstellung mit diesem Partner auch wieder uns diesen Fragen zuwenden, die für viele Menschen in unserer Stadt davon eine große Bedeutung sind. Wie entwickelt sich die Stadt weiter? Wie werden wir unseren Platz haben in dieser wachsenden, sich so schnell verändernden Stadt? Also das wird eine
natürlich eine Festveranstaltung werden wir erleben, auch mit Gästen aus dem Ausland, mit Gästen aus unserem Nachbarland. Wir hoffen sehr, dass Ministerpräsident Woidke, den wir natürlich eingeladen haben, auch zusagt. Und ich hoffe auch, diese gute Nachbarschaft, die wir haben, eben auch entsprechend darstellen wird und betonen wird. Wir werden hier Veranstaltungen vor dem Roten Rathaus haben, hier natürlich ein Bürgerfest über den Open Air Kino anbieten. Also in unterschiedlichster Form werden wir uns mit der Geschichte Berlins und des Roten Rathauses auseinandersetzen. Ich will abschließend sagen, dass, so ist es mir zumindest gegangen, wenn man dieses Buch durchblättert und wenn man dann einige Kapitel genauer betrachtet und nachliest, dann kommt einem doch vieles sehr aktuell vor, viele der Diskussionen. Und unter anderem auch wieder die Baugeschichte des Hauses. Die war nämlich auch nicht unumstritten. Was ist in Berlin schon unumstritten? Und es ist wirklich schön, wenn man dann so liest, dass es heftige Kritik gegeben hat im Entwurf von Hermann Wesemann und dass dieser geplante Bau eben sehr schnell auch dargestellt wurde als monumentale Blamage. Das wäre das Rote Rathaus oder das würde es werden. Aber wie auch so oft in Berlin, im Zuge des Baufortschritts und der ganzen Entwicklung dann und als man ein Gefühl dafür bekommen hat, was hier in der Mitte der Stadt passiert und auch welchen Anspruch man mit diesem Haus verbindet, dass es ein offenes Haus sein soll der Demokratie, ein offenes Haus für die Bürgerinnen und Bürger im Laufe dieser ganzen Entstehungsgeschichte, ist dann die Zustimmung für diesen Bau, für dieses Rote Rathaus eben auch deutlich gewachsen. Und wie gesagt, ich finde, das ist etwas, was wir heute ja auch wieder oft erleben, dass es sehr schnell, sehr pauschale Kritik gibt, aber in dem Moment, wo man sich doch intensiver mit dem auseinandersetzt, was in Berlin passiert und warum es passiert und warum man sich für das eine oder andere einsetzt, dann gibt es auch eine Offenheit, dann gibt es Zustimmung und auch viel Unterstützung für die Berlinerinnen und Berliner. Und ich finde es jedenfalls immer wieder sehr schön zu sehen, dass sich unsere Stadt verändert, auch schnell verändert, wie sie sich verändert, dass es jetzt wirklich eine große internationale Metropole geworden ist. Eine Metropole, die hohe Anerkennung im In- und Ausland findet, viele Freunde, viele Partnerschaften, dass wir 17 lebendige Partnerschaften in der ganzen Welt haben, 200.000 Studierende aus der ganzen Welt in unserer Stadt. Das ist doch auch ein Zeichen der Anerkennung, dass so viele Menschen so begeistert hierher kommen, um hier zu studieren, um hier zu leben, hier zu arbeiten, eine Familie gründen, auch hier bleiben können, weil sie jetzt inzwischen auch gute wirtschaftliche Perspektiven auf ihrem Lebensweg hier in Berlin finden. Also, meine Damen und Herren, ich glaube, dieses Buch wird viele nicht nur interessieren, sondern es wird Lust machen auf mehr in diesem Rahmen dieses Jubiläumsjahres. Ich glaube, viele werden dann noch gespannter sehen wollen, was im Rahmen der Ausstellung und der Veranstaltungen noch an neuen Aspekten vielleicht thematisiert wird im Zusammenhang mit unserer Stadtgeschichte. Und insofern noch einmal ein großes Dankeschön dafür, dass es möglich wurde, dass ein engagiertes Team hier im Roten Rathaus die Arbeit so begleitet hat, dass insbesondere 8 Leute sich so damit auseinandergesetzt haben, dass selbst, ich glaube, fast 500 Seiten der Geschichte entstanden sind, die wir miteinander nachverfolgen können. Und ich hoffe, dass wir Sie und dass Sie wiederum auch mit dem, was Sie heute hören, dann auch das weitertragen und dass wir Sie begeistern können, andere Menschen begeistern können, sich genau mit diesem Buch anstecken zu lassen und mehr zu erfahren über Berlin. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen. Ich freue mich darauf, dass wir jetzt mit einem sehr interessanten hochkarätigen Podium noch mehr über das Buch und über Berlin erfahren werden. Herzlich willkommen. Denkfabrik hier in Berlin und
und habe da die große Freude, den Programmbereich Zukunft der Demokratie zu leiten. Ab und an bin ich aber nicht in der Denkfabrik, sondern draußen im Feld unterwegs und darf Podiumsdiskussionen oder auch Buchvorstellungen moderieren. In diesem Sinne einen herzlichen Dank ans Rathaus, an den Bürgermeister für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen und das spannende Gespräch sicherlich gleich moderieren zu dürfen. Bevor ich Ihnen die Panelisten hier vorstellen darf, einen Hinweis. Wir unterhalten uns etwa 30 Minuten lang. Danach gibt es ein Umtrunk. Sie sind alle herzlich eingeladen zu bleiben, danach sich noch zu unterhalten. Es gibt auch einen Büchertisch. Sie können das Buch hier heute erwerben. Das Buch Das Rote Rathaus in Berlin, eine politische Geschichte. Es wurde eben erwähnt. Es umfasst 448 Seiten. Ich habe es auch durchblättern dürfen als Vorbereitung. Es ist hochspannend. Es umfasst viele Fotografien und auch Abbildungen. Es ist im Jahrhorn Verlag erschienen, ein Verlag, der sich auf Berlin-Themen spezialisiert. Herr Jahrhorn, der Verleger, ist ebenfalls heute zugegen. Und die Autoren sind natürlich im Saal. Einer wurde schon genannt, ist heute leider verhindert, Herr Garmisch-Lewinsky. Bernd Röhlich ist da und Thomas Fendt wird uns gleich auf dem Podium mit beehren. Das Buch ist brandneu, jetzt in diesem Monat im Januar erschienen. Im Buchverlag erhältlich im Buchhandel, allerdings eben, wie gesagt, auch heute schon. Es kostet 38 Euro. Genug jetzt der organisatorischen Hinweise. Ich möchte direkt einsteigen und die Panelisten vorstellen. Beginnt mit Professor Michael Wild. Er ist Professor für deutsche Geschichte mit dem Schwerpunkt aufs 20. Jahrhundert, vor allen Dingen Schwerpunkt auf Nationalsozialismus am Institut für Geschichtswissenschaften an der HU, an der Humboldt-Universität in Berlin, sowie ist er auch Vorsitzender der Historischen Kommission zu Berlin. Außerdem möchte ich Ihnen vorstellen Herrn Dr. Thomas Fleming, Mitautor des Buches, ein freischaffender Historiker und Publizist mit Schwerpunkt auf die deutsche Geschichte nach 1945. Er ist zum Beispiel Autor des Buches Die Berliner Mauer, Geschichte eines politischen Bauwerks. Außerdem Eberhard Diepgen. Eberhard Diepgen wurde eben schon erwähnt. Er ist nicht nur gelehrter Rechtsanwalt, er ist auch ehemaliger Landes- und Fraktionsvorsitzender der CDU Berlin, heute deren Ehrenvorsitzender. Er ist der regierende Bürgermeister AD mit den Amtszeiten 1984 bis 1989 sowie Januar 91 bis 2001. Und Herr Eberhard Diepgen ist Träger des Bundesverdienstkreuzes. Herzlich willkommen, kommen Sie doch bitte zu mir aufs Podium. Bevor wir in die inhaltliche Debatte des Buches einsteigen, möchten wir gerne, wie eben von Michael Müller erwähnt im Vorwort, Bezug nehmen auf den Jahrestag, den wir heute miterleben. Heute ist der 75. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung und Herr Wild, Sie sprachen mich eben an, dass Sie dazu einige Worte nennen möchten, damit wir dies nicht schweigend begehen, sondern heute benennen, bewusst und vielleicht sogar in Bezug setzen zu dem Thema, das wir heute diskutieren möchten. Ich glaube, es ist gerade mit diesem Buch auch sehr gut möglich, weil der 27. Januar, also das Gedenken an die Opfer des Holocaust, ja nicht nur an die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz gebunden ist, sondern ja auch auf die vielen kleinen Helfer und Mittäter verweist, die diese Ausgrenzung, Vertreibung, Ermordung möglich gemacht haben. Und dazu gehört auch die Kommunalverwaltung Berlins. Schon 1933, Sie wissen, dass Josef Goebbels, einer der übelsten Antisemiten, hier Gauleiter in Berlin war und mit der Machtübergabe, der Machteroberung der Nationalsozialisten 1933 dann auch sehr rasch dieses Rathaus für sich erobern wollte. Und schon im März 1933, also unmittelbar nach dem halbwegs an freien Wahlen kann man sich schon nicht mehr nennen, im März 1933 mit den Wahlen in Preußen, hier einer seiner Vertrauten, nämlich Lippert, als Staatskommissar, als Sonderkommissar eingesetzt worden ist. Lippert war Redakteur, Herausgeber eines der, auch ein übles antisemitisches Blatt der NSDAP hier in Berlin, der Angriff. Und Lippert kam die Aufgabe zu, diese Berliner Verwaltung in nationalsozialistischem Sinne umzuwandeln und den langjährigen oder bis dahin regierenden Oberbürgermeister Sahn an die Seite zu drängen. Und schon im März beginnt die Entlassung von
jüdischen Angestellten, Ärzten, und zwar in einem ziemlich drastischen Maße, dass zum Beispiel das Obernkrankenhaus, die Kinderfachabteilung, gar nicht mehr in der Lage gewesen ist, die Kinder zur medizinischen Versorgung der Kinder zu gewährleisten, weil so viele Ärzte, jüdischen oder auch politisch oppositionellen Einstellungen entlassen worden sind. Und um es kurz zu machen, also auch die später, Sie wissen, dass 1937 Albert Speer hier von Hitler eingesetzt war für als Kommissar für die, also für die Entwicklung der Reichshauptstadt Berlin, der wiederum für seine gigantischen, monströsen Stadtentwicklungspläne, die Schneisen hier durch Berlin schlagen wollte, dafür Wohnraum weichen sollte und diejenigen, die in diesen Wohnungen wohnten, nicht jüdischen Berlinerinnen und Berliner, sollten dann mit Wohnungen entschädigt werden, in denen jüdische Berlinerinnen und Berliner wohnten. Und diese Listen, die unter Speer, also die Straßen und dann die Wohnungen von Jüdinnen und Juden aus Berlin, das waren die ersten Hintergründe für die ersten Deportationslisten. Das waren die ersten Berlinerinnen und Berliner jüdischen Glaubens, die hier im Herbst 1941 deportiert wurden. Also das ist so eine Geschichte, die auch mit dem Roten Rathaus verbunden ist. Ich möchte noch eins nochmal von meiner Seite aus sagen, nochmal den Autoren recht herzlich danken für dieses Buch, weil auch das ist ja ungewöhnlich für erstmal für ein solches Buch, aber auch für Geschichte. Es ist hervorragend gebildet. Sie werden dort Abbildungen finden, die sehr selten sind und die nicht nur einfach illustrativ sind, sondern die zu dem Text gehören. Und ich muss sagen, bin sehr beeindruckt. Wir kennen uns ja von euch beiden, die dieses Buch nicht nur auch, sagen wir mal, gänzlich unakademisch geschrieben hat, sondern auch mit Abbildungen versehen hat, die wirklich beeindruckend sind. Zweite Bemerkung, die ich auch noch sagen will, das Buch ist ungewöhnlich, weil es die DDR mit einbezieht. Das Rote Rathaus ist ja, stand ja in Ostberlin. Und manchmal wird in der Berliner Kommunalgeschichte und Stadtgeschichte die Zeit der Teilung Berlins dann noch mehr vom Westen her erzählt. Und dadurch, dass das Rote Rathaus im Mittelpunkt steht, finde ich, kommt die Ostberliner Zeit in diesem Buch auch gut vor und wird ja, mit einer politischen Diktaturerfahrung, Anpassung, Opportunismus, Regierung durch die SED erzählt, aber sie kommt als Berliner Geschichte vor. Aber das war jetzt sozusagen meine Anbemerkung dabei und ich freue mich, dass dieses Buch da ist und bin wirklich beeindruckt. Vielen Dank, Herr Gild. Herr Flemming, immer wenn wir etwas Fantastisches vor uns liegen haben, was gelobt wird, wo man sagt, das sieht gut aus, das ist ein Gut geworden, dann weiß man eigentlich, wie viel Arbeit dahinter steckt, bis es dahin kommt. Können Sie uns verraten, was war die größte Herausforderung beim Recherchieren, auch beim Schreiben? Hat Sie etwas überrascht? Haben Sie etwas neu gelernt? Ja, die größte Herausforderung war sicherlich, sich zu beschränken, sich auf bestimmte Aspekte zu beschränken, auch sich zu beschränken, was die Auswahl der Quellen angeht. Denn es gibt erfreulicherweise, und das ist natürlich für Autoren und Historiker auch ein Problem, eine Unmenge, eine große Menge von Quellen dazu. Also wir mussten uns, das war eine große Herausforderung, natürlich auch ein großer Reiz und wir hatten auch einen großen Fundus an Fotos, wo wir uns dann bedienen konnten und die, wie Professor Wild schon sagte, wir haben auch hoffentlich einige entdeckt, die man nicht so oft sieht und die auch sehr sprechend sind für die Geschichte des Berliner Rathauses und der Berliner Kommunalpolitik. Und unsere Entscheidung, eben eine politische Geschichte zu schreiben des Rathauses, hatte dann eben auch die Folge, dass wir die Baugeschichte natürlich bringen mussten, aber was in diesem Haus halt an Politik gemacht wurde und wie sie gemacht wurde, von wem sie gemacht wurde, das war natürlich schon auch eine Herausforderung, dass wir das immer versuchten herauszustellen, wie zum Beispiel politische Entscheidungen zustande kommen. Wussten Sie von Anfang an, dass es eine politische Geschichte sein würde, die Sie erzählen? Das hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, auch in den ersten Gesprächen, die man mit der Historischen Kommission
Senatskanzlei und den Autoren, die wir geführt haben. Insofern, das Konzept ist so schon in einem Kommunikationsprozess entstanden. Herr Diepken, Sie waren sowohl regierender Bürgermeister im Rathaus Schöneberg als auch nach Umzug hier im Roten Rathaus. Was verbinden Sie mit den beiden Gebäuden und können Sie vielleicht einen Vergleich für uns ziehen zwischen den beiden Orten? Ich würde es mal ganz vereinfacht sagen. Das Schöneberger Rathaus war ein Rathaus. Das Rote Rathaus ist eine Staatskanzlei. Übrigens, diese feinen Unterschiede klingen vorsichtig in dem Buch auch an, weil sie ja auch darauf hinweisen, dass das eigentlich kommunalpolitische auch schon früher nicht in diesem Haus zu Hause war, sondern in den einzelnen Bezirksrathäusern. Der entscheidende Unterschied, der mir sofort aufgefallen ist im Jahr 1991, war die Lebendigkeit, die im Schöneberger Rathaus stand. Die hing damit zusammen, dass es ein Bezirksrathaus war, dass Menschen zu Sprechstunden kamen, und dass außerdem noch das Abgeordnetenhaus dort zu Hause war. Das alles fehlt hier. Das heißt, das Rote Rathaus wurde immer mehr Regierungssitz einer Landesregierung. Und wenn man jetzt diese Feststellung trifft, dann kommt man natürlich schnell in Fragen, die Sie übrigens in dem Buch, in der Geschichte auch ein wenig andeuten. Nämlich, wie denn die Zuständigkeiten im Einzelnen waren. In der Geschichte im Verhältnis zu Preußen, im Verhältnis zur Reichsregierung, im Verhältnis zu den Bezirken. Also, das hat ja jeweils immer Auswirkungen für das, was in diesem Haus passiert. Also, ich will es nur so vereinfacht noch einmal wiederholen. Der entscheidende Unterschied ist, das eine war ein Rathaus, sehr starken Publikumsverkehr mit ratsuchenden Bürgern in der Kombination von Abgeordnetenhaus, also Bürgervertretung und Exekutive, währenddessen hier eben die Exekutive zu Hause war und übrigens selbst im Hinblick auf den Markt vor der Tür war das in Schöneberg etwas intensiver. Jetzt vielleicht. Herr Fehring, können Sie uns noch etwas mehr über die Zeit erzählen, in der dieses Rathaus hier gebaut wurde und über die städtischen Institutionen, die es dann beherbergte? Es waren ja tatsächlich demokratische Institutionen anderer Art als das, was wir heute als Demokratie und demokratische Institutionen verstehen. Können Sie uns einen Einblick dahin geben, wie es damals war und was deren Unterschiede hauptsächlich zu der heutigen Zeit sind? Ja, zum einen das Rathaus, das Rote Rathaus, war sicherlich Ausdruck eines gewachsenen Selbstbewusstseins des Stadtbürgertums. Aber das heißt nicht, dass es eine demokratische Institution war. Bürgergesellschaft baute sich hier ein Monument sozusagen, um auch zu zeigen, das ist ein Statement gewesen, aber es war immer eine bestimmte Gruppe der Berliner Gesellschaft, das Besitzbürgertum, das hier auch die politischen Rahmenbedingungen setzte. Wenn von 150 Jahren Rotes Rathaus in diesem Jahr gesprochen wird, möchte ich eine andere Jahreszahl nennen, nämlich 45 Jahre, ungefähr 45 Jahre erst, nämlich herrschen demokratische Verhältnisse in diesem Haus. Die Republik habe ich da eingerechnet und eben die Zeit seit 1930. Vorher waren es halbdemokratische oder eben diktatorische Verhältnisse. Und auch die Zeit, Sie sprachen es an, in der das Rathaus gebaut wurde, waren ja keine demokratischen Verhältnisse. Es gab zwar schon eine Stadtordnetenversammlung, die ist aber nach dem Dreiklassenwahlrecht zusammengesetzt worden. Das heißt, ich kann es kurz mal erläutern, ohne jetzt in Einzelheiten gehen zu wollen. Die Wahlberechtigten, nur Männer über 24 Jahre alt, wurden in drei Klassen eingeteilt.
je nach dem Steueraufkommen, das man so aufbrachte. Und das bedeutete, dass mathematisch im Endeffekt dann die Stimme eines der obersten Klasse mit dem höchsten Steueraufkommen, also der oberen 10.000, wenn man so sagt, ungefähr 20 Mal so viel galt wie die Angehörigen der dritten Steuerklasse des Proletariats oder der einfachen Menschen, die auch wahlberechtigt waren, sofern sie Männer waren, aber eben dann doch nicht auf die Geschicke der Stadt wirklich Einfluss nehmen konnten. Und diese Verhältnisse setzen sich eben fort im Kaiserreich. Insofern ist das schon mit dem Bürgerbewusstsein und mit dem Selbstbewusstsein etwas zu relativieren. In der Tat, das Besitzbürgertum hat hier einen Anspruch, einen politischen Anspruch auch erhoben mit dem Rathaus, nur es war kein gesamtgesellschaftliches Rathaus sozusagen. Könnte ich vielleicht noch ergänzen, darum die Verhältnisse, die Differenz zu heute deutlich zu machen. Heute ist ein politischer Senat, der für eine Stadtverordnetenversammlung gewählt wird, während in den Zeiten auch noch zur Weimarer Republik der Magistrat für länger gewählt wurde. Das heißt, es waren Amtsträger, zum Teil besoldet, zum Teil ehrenamtlich, die besoldet auf 12 Jahre gewählt worden. Das heißt, 12 Jahre lang Stadtkämmerer und Finanzen verantwortlich waren, bewusst so gewählt, bewusst so installiert, damit sie unabhängig von politischen Verhältnissen für die Stadtpolitik und die Administration verantwortlich waren. Diese Art Differenz hat natürlich gerade zu Beginn der Weimarer Republik, also in dem Buch wird, finde ich, sehr eindringlich beschrieben, dass es 1920 eine linke Mehrheit in Berlin gab, wo es so nein, in der Stadtverordnetenversammlung. Ja, sozusagen die dann, deswegen wollte ich darauf nochmal kommen, die dann natürlich versucht hat, diese linke Mehrheit auch für einen linken Magistrat umzusetzen, damit dieses unabhängig von den Wahlverhältnissen und Wahlen danach auch dieser linke Magistrat dann das nächste Jahrzehnt, die nächste Dekade hätte die Politik der Stadt gestaltet. Dass es dann anders gekommen ist, ist dann eine Geschichte, die im Buch nachzulesen ist. Aber diese Differenzen, die es in der preußischen Gemeindeordnung gab, ist, glaube ich, eine Differenz zu unserem Verständnis heute, die sehr viel näher an den politischen Verhältnissen durch die demokratischen Wahlen gebunden ist. Also ich will mal etwas auf die Differenzierung in der Berliner Geschichte hinweisen. Also im Kaiserreich war das natürlich zwar ein selbstbewusstes Bürgertum, aber es war das Dreiklassenwahlrecht, was ja in Preußen galt, aber nicht im Deutschen Reich. Aber der entscheidende Punkt, wenn ich das richtig auch in Ihrem Buch gelesen habe, ist der Sachverhalt, dass die Einflussmöglichkeiten der Reichsregierung und der preußischen Regierung das Entscheidende waren. Und wesentliche Fragen, die sozusagen Bürgerverantwortung beinhalteten, bis hin übrigens zum Schulwesen, bei den Bezirken in Mainz waren und auch dann nachher in den 20er Jahren bei den Bezirken. Also das lässt sich nicht so ohne weiteres miteinander vergleichen. Und ich finde, wenn man die Frage stellt, was lerne ich eigentlich aus einer solchen historischen Darstellung, dann wird sehr klar, dass Berlin eine andere Kommunalverwaltung hat. Übrigens auch mit unterschiedlichen Zuständigkeiten des Oberbürgermeisters. Sie weisen in Ihrem Buch auch darauf hin, dass es anders als im Rheinland war, dass der Oberbürgermeister eben keine, ich sage jetzt nicht den Begriff Richtlinienkompetenz, weil er falsch ist, jedenfalls keine Weisungsbefugnissen hatte, sondern eigentlich Repräsentativfunktionen eigentlich nur bei hatte. Wir haben ja, der regierende Bürgermeister in Berlin ist ja erst mit Richtlinienkompetenz und dem Recht Heier und Feier ausgestattet worden, in diesem Jahr dabei. Aber das Spannende ist, dass der Streit um die Zuständigkeit zwischen Bezirken und der Stadtregierung auch im Grunde historisch wieder aufgebaut werden kann.
Übrigens auch im Hinblick, und das ist jetzt der Punkt, im Hinblick auf die Bildung von Groß-Berlin. Der Punkt ist auch für heute, dass die Wählerschaft in einzelnen Bereichen sehr unterschiedlich war. Deswegen ja auch der Widerstand gegen die Einheitsgemeinde aus Charlottenburg kam. Ein Punkt übrigens, auf den ich mal hinweisen möchte, die bei der Frage von Fusion zwischen Berlin und Brandenburg hat die brandenburgische Regierung, vergessen auch viele, immer gern darauf hingewiesen, dass man auf die alten Ideen, die eigentlich Charlottenburg hatte, nämlich nicht Einheitsgemeinde, sondern Gesamtgemeinde, dass Berlin im Grunde zerschlagen werden könnte als das große Machtgebilde dabei und einzelne Städte dabei, Charlottenburg wieder einzelne eigenständige Stadt werden würde. Ich fand das, weil man das ja nicht mehr so ohne weiteres in Erinnerung hat, fand das in Ihrem Buch sehr spannend, weil das ein Thema ist, das ja jetzt auch in der Frage der Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg immer wieder eine Rolle spielt. Also die Punkte fand ich besonders interessant. Und im Hinblick auf die Frage, wie denn das in der Politik war, also Sie haben eben schon gesagt, deswegen atme ich eben ruhig, als die Darstellung sozusagen über die ganze Berlins mir den Eindruck machte. Also in den 20er Jahren war schon eine sozialdemokratisch, USPD, Mehrheit, danach eher in der Fragestellung der Auseinandersetzung mit den Kommunisten. Auch spannend unter dem Gesichtspunkt, wie das so dann in den nachfolgenden Jahren einzelnen war, spielte da schon eine Rolle. Also Berlin war ein Ort, der nicht reaktionär geführt wurde, um es mal einfach zu formulieren. Das hört man sicherlich gerne als Berlin-Historiker und auch als Berliner. Allerdings die linke Mehrheit war nicht so stabil. Also Gustav Löst zum Beispiel, der ja die Wanderung ja geprägt hat bis 1920, war ja Liberaler, aber wirklich ernst Liberaler auch, DDP-Mitglied. Und in Berlin hat es dann eher die sogenannte Etat-Mehrheit gegeben, die also den Etat immer wieder durchgebracht hat und den Magistrat eben auch handlungsfähig gehalten hat, aber es war nicht wirklich eine linke Mehrheit. Also, ich finde ja das Spannende eigentlich, was man aus der Geschichte dabei für heute meint. Da das aber meine Abschlussfrage des Panels ist, machen wir das jetzt noch nicht. Ich weiß, aber dafür bleiben wir einfach am Ende. Ich möchte gerne Herrn Wild noch einmal bitten, in ein weiteres, bitte verzeihen Sie es mir, dunkleres Kapitel einzutauchen. Wir haben jetzt schon mehrfach über Brüche in der demokratischen Tradition dieses Hauses gesprochen. Lassen Sie uns bitte noch einmal auf die NS-Zeit eingehen. Könnten Sie uns noch etwas über die Rolle der kommunalen Akteurinnen und Akteure erzählen zu dieser Zeit und deren Gestaltungsmöglichkeiten überhaupt von der Hauptstadtpolitik aus? Welche Gestaltungsmöglichkeiten hatte das Rathaus überhaupt in der Stadtverwaltung während der NS-Zeit? Da kommen wir auf etwas zurück, was Lieber Dittke gerade schon gesagt hat. Berlin ist ja nicht nur eine Großstadt und Metropole, sondern immer Reichshauptstadt. Und von daher war, wer in der Regierung war, mit einem besonderen Blick auf diese Stadt gerichtet. Und das galt für die NS-Zeit genauso. Also das, was in Berlin passierte, war dem NS-Regime, auch wenn es, sagen wir mal, vorsichtig sehr stark in Süddeutschland verwurzelt war. Also natürlich die Geburtsstadt der NS-Bewegung ist München und München war auch immer Stadt der Bewegung, wie die Nazis das nannten. Aber Berlin war wichtig und von daher war der Impuls, diese Stadt in den Griff zu bekommen, enorm stark. Aber mit all den Verästelungen und administrativen Verzahnungen und auch, sozusagen auch schon Schwierigkeiten und Komplexitäten, war das nicht so einfach. Denn der Oberbürgermeister Sahm war noch im Amt, Lippert wurde besonderer Staatskommissar, hatte die Rückendeckung sowohl von Goebbels, dem Gauleiter, als auch natürlich von Hitler geführten
versuche etwas umzubauen, aber in dieser Zeit, in der NS-Zeit, gibt es immer wieder, und das beschreibt in dem Buch, finde ich sehr klar, immer wieder Versuche, die Struktur zu verändern, um sie in den Griff zu kriegen. Und dann kommen zum Beispiel diese spezifischen Interessen Hitlers mit seinem sozusagen Manager-Speer hinzu, diese Stadt als Metropole des Großgermanischen Reiches neu zu gestalten. Und wieder kommt ein neuer Akteur, nämlich Speer als Generalinspekteur für die Reichshauptstadt Berlin, also jemand, der von Hitler persönlich eingesetzt worden ist, diese Stadt zu entwickeln, und drängt nun wiederum jetzt Lippert an die Seite, dass der 1940 aufgibt und in Belgien dann sein Unwesen weiter treibt. Aber Speer der entscheidende Akteur hier für Berlin bleibt. Also will damit sagen, für die NS-Führung war Berlin eine wichtige Metropole. Hier sollte gewissermaßen das nach außen der Welt demonstrierte Großgermanische Reich ausgebaut werden, gezeigt werden, mit der Volksherrung eines monströsen Bauten. Aber eine Kommunalverwaltung entsprechend umzuorganisieren, ist nicht einfach, weil der Müll muss abgeholt werden, die Wasserversorgung muss stehen, die Elektrizitäts-, also die Versorgung muss stehen. Das heißt, man braucht auch Fachkompetenz, man muss eine Routine, administrative Routine anknüpfen. Und insofern finde ich Berlin wiederum auch ein sehr sprechendes Beispiel, wie schwer es auch Diktaturen fällt, diese in, sagen wir mal, rechtsstaatlichen Strukturen gewachsenen administrativen politisch in den Griff zu bringen. Könnte man schärfer sagen, die Behäbigkeit einiger Verwaltung ist vielleicht auch ganz gut in stürmischen Zeiten? Ja, also ich meine, man braucht natürlich eine beflissene Verwaltung, man braucht auch entsprechende Menschen in der Verwaltung, die sich jetzt nur den neuen Herren auch andienen und wissen, was gefordert ist. Aber man braucht auch die Kenntnis, um eine bestimmte Administration umzugestalten. Und da kann man nicht nur einfach als Redakteur des Angriffskorpus sagen, das organisiere ich so, sondern man merkt dann, wie viele Widerstände Nationalsozialisten gestoßen sind. Denken Sie nur noch einmal kommunalpolitisch. Die Menschen, die deportiert wurden, hatten Telefon, die hatten einen Gasanschluss, die waren an Elektrizität gewohnt. Und sie glauben doch nicht, dass die Gaswerke, die E-Werke, die Bergwerke dann auf ihre ausstehenden Rechnungen verzichtet hätten. Also die Verbrechen in einer arbeitsteiligen modernen Gesellschaft zu organisieren, bedeutet sehr viel kriminelle Energie, um diese Strukturen in dem Sinn auch für sich umzubauen. Also Spickdeck, die Gestapo hat diese Rechnung sind dann nachher von der Oberfinanzdirektion zusammen aus dem beschlagnahmten jüdischen Vermögen bezahlt worden. Spannend ist ja eigentlich auch, wie denn die Verwaltung in diesem Rathaus sich in den ersten Jahren der DDR verhalten hat und wie es dann nachher weiterging. Also das Thema Beharrungsvermögen von Verwaltung oder Notwendigkeit, dass man auf Verwaltung und Verwaltungsbeamte bezogen nimmt, das spielt ja im Jahre 1990 auch eine Rolle. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass in einer, Sie schreiben das auch, in einer etwas spontanen, vorschnellen Beschlussfassung der damalige neue Magistrat alle Mitarbeiter, die aus der DDR-Zeit kamen, entlassen hat und dann schnell eines Besseren belehrt wurde, dass das nicht im Einzelnen geht, auch wegen der Funktionsfähigkeit. Wobei man ja die Frage, wie die Entwicklung Jahren hier im Einzelnen war, in der Verbindung auch sehen muss zwischen den Mitarbeitern,
Mitarbeitern, die aus dem Westen kamen und hier wesentlich mitgeholfen haben und wer nachher dabei geblieben ist. Nur zu der Frage, die Sie gesagt haben, Beharrungsvermögen dabei. Also ich finde ja auch immer spannend, bei all dem gerade am 27.01. ist es ein bisschen schwierig, diesen Aspekt auch noch zu erwähnen. Aber ich finde ja, wichtig ist in der Geschichtsdarstellung auch, wer den Mut hatte, wer die Kraft hatte, Widerstand zu leisten, wer da für normale Abläufe gesorgt hat, das gehört auch zur Geschichte dabei und ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, auf den man hinweisen muss, wenn man sich dagegen wehrt, dass Unmenschlichkeiten und Verbrechen, zu denen Menschen fähig sind, wieder in den Vordergrund gerückt werden. Also die Widerstandsfrage. Also, wenn wir jetzt an die Zeit nach 1945 denken, muss man, kann man das Geschichte des Roten Rathauses nicht ohne die Sozialdemokraten schreiben. Wer die hier 1946 sich hier im Westen gegen die Zwangsvereinigung mit der KPD zur SED gewehrt haben und ja in den ersten Wahlen im Oktober 1946 die stärkste Partei geworden sind. Das heißt, dass es nach 45 in einem, bis zur Teilung der Stadt 48 gerade Sozialdemokraten waren, die, wenn man so will, die Freiheit dieses Roten Rathauses verteidigt haben. In dieser Zeit, die dann folgte, der Zeit des Kalten Krieges, Herr Flemming, da lag Berlin im Zentrum eines globalen Machtkampfes, kann man sagen. Welche Akzente konnte die Kommunalpolitik in dieser Zeit hier setzen? Ich frage jetzt von der östlichen oder westlichen, also die Akzente, die Magistrate im Roten Rathaus residiert hatten, nach 1945 und 55 dann, die waren ziemlich gering. Also die politischen Akzente. Es war so, dass der Magistrat weisungsgebunden war und die politischen Entscheidungen, die weiten Entscheidungen, wurden von der SED-Bezirksleitung getroffen. Und die wurden dann nach unten durchgereicht. Das hieß dann demokratischer Zentralismus. Ich möchte vielleicht auf eine Episode hinweisen, wo der damalige Oberbürgermeister Friedrich Ebert, Junior, Sohn des ehemaligen Reichskanzlers, ursprünglich Sozialdemokrat, auch der Sohn Friedrich Ebert, 1953 mal versucht hat, die kommunale Selbstverwaltung, die kommunale politische Initiative wieder zu gewinnen und dagegen protestiert hat, dass er als Oberbürgermeister im Grunde nur Befehlsempfänger gewesen ist und diese Weichenstellung durchreichen musste. Es hat mal wie gesagt, im Sommer 1953 den Versuch gegeben, nicht nur Ebert war daran beteiligt, auch andere im Politbüro. Aber das ist nicht gut ausgegangen. Ulrich konnte seine diktatorische Position beibehalten und der Versuch, kommunale Selbstständigkeit auch in Ostberlin vielleicht zu realisieren, in Rückgriff auf die Verhältnisse in der Republik, die Ebert sehr gut kannte, ist dann wirklich gescheitert. Friedrich Ebert hat sich dann sozusagen in sein Schicksal gefügt. Also die Akzente, die hier politisch gesetzt wurden, waren immer von der SED bestimmt und wurden dann diktatorisch durchgereicht. Allerdings ist Kommunalpolitik natürlich gemacht worden, es ist verwaltet worden, die Stadt, die halbe Stadt aus Berlin von dem Roten Rathaus aus. Und es ist auch vieles passiert an städtebaulichen Initiativen. Ein ganzer Stadtteil ist neu errichtet worden, Marzahn. Also es sind auch das Funktionieren einer halben Stadt mit 1,6 Millionen Einwohnern musste organisiert worden. Es wurde auch organisiert mit allen Errungenschaften, aber auch mit allen Problemen, die das dann so mit sich macht. Allerdings politisch war hier keine Entscheidungszentrale mehr. Das war ein Beispiel, der Chef der 750-Jahr-Feier im Osten der Stadt war nicht der Oberbürgermeister, sondern war Honecker. Als der Vorsitzende des Komitees zur Organisation der ganzen Tag. Daran stellt man fest, wie die Entwicklung war. Vielleicht darf ich mal auch noch einen weiteren Punkt hier sagen, der mir aufgefallen ist im Jahre 1990. Wir sind ja
Politiker aus dem Westteil der Stadt waren ja dann oftmals hier auch in einer Stadtverordnetenversammlung dergleichen. Ich wunderte mich, worüber sich die hier in der Stadtverordnetenversammlung alles unterhielten. Was wir im Berliner Senat nie auf der Tagesordnung haben, gibt es genug Mehl in den Bäckereien? Also ganz praktische Versorgungsfragen, also ganz andere Themen spielen da eine Rolle, als die wir selbst gewöhnt sind. Daran sieht man ein Stückchen der unterschiedlichen Verantwortung, die dann in den Rathäusern auch ausgeübt worden sind dabei. Und eines, weil ich sonst diesen Satz nicht mehr loswerde nach dem Ablauf dabei, ich finde, jedenfalls von meinem Empfinden, aber auch von dem, was wir rechtlich daran haben, mit dem Einzug hier ins Rote Rathaus mit dem Senat ist ja eine Zeit des Exils der Berliner Verwaltung zu Ende gegangen. Sie haben das in Ihrem Buch in einem Satz drin, wenn ich das, vielleicht habe ich irgendeinen Satz übersehen, aber einmal ist es auch mit erwähnt. Denn das gehört natürlich auch zu diesem Rathaus dabei. Das Verhältnis zum Stadthaus nebenan, wie in unseres Fragen. Aber schlicht die Tatsache, dass die Stadtverwaltung aus Mitte vertrieben worden ist, dass sie dann zur Untermiete in Schöneberg wohnte. Das Schöneberg, das Rathaus Schöneberg, völlig umgestaltet worden ist, ausgebaut worden ist und als Schöneberg fertig war, sowohl für die Bedürfnisse des Untermieters Senat als auch für die Bedürfnisse des Untermieters Abgeordnetenhaus, gab es die Wiedervereinigung, wir konnten umziehen. So ist der Zusammenhang zwischen Schöneberg und dem Roten Rathaus dabei auch noch mitzusehen. Wenn man, glaube ich, das schlussfolgern kann, was ich auf Ihre letzte Frage hätte antworten wollen, mit was wir lernen können daraus. Ich glaube, auf der einen Seite, das ist, finde ich, in dem Buch gelungen, dass die Geschichte des Roten Rathauses auch zeigt, dass es eine gemeinsame Berliner Geschichte gibt. Und dass es nicht nur eine Geschichte des Kaiserreichs, der Weimar, der NS-Zeit, dann eine geteilte Geschichte, wo dann vielleicht der eine Teil ins Exil gegangen ist und der andere so unter Diktatur, sondern dass tatsächlich die Ostberliner DDR-Geschichte zu dieser Geschichte des Roten Rathauses dazugehört. Und insofern auch sich hier gewissermaßen Berliner Geschichte, Gesamt-Berliner Geschichte sich hier symbolisiert. Und also nicht der Westen den Osten eingeholt hat, sondern gerade hier sich zeigt, dass die Zeit der DDR eine prägende Erfahrung für diese Stadt ist und auch Teil der Identität dieser Stadt ausmacht. Das ist, würde ich sagen, das eine. Und das zweite ist, in der Tat, das ist, glaube ich, so, dass die Ambivalenz dessen mit dem Beharrungsvermögen der Verwaltung, Diktaturen funktionieren natürlich auch mit dem beharrlichen Weiteradministrieren der Verwaltung. Und nicht umsonst, also jetzt auf die Nationalsozialisten bezogen, nicht umsonst haben die Nationalsozialisten sehr viel Wert darauf gelegt, dass ihre verbrecherischen Tätigkeiten immer formal legal aussahen, dass es Erlasse gab, dass es für die sogenannten Avisierungen Kaufverträge gab, die die verfolgten jüdischen Besitzer unterschreiben mussten. Das ist also nach außen in eine formal juristische Form hatte, die dann auch administriert werden konnte. Und ich glaube, diese auf der einen Seite Beharrungsvermögen ist die eine Seite, die das Diktaturen schwer macht, auch administrativ für sich zu vereinbaren. Andererseits ist diese Bereitwilligkeit auch zu administrieren, auch in Diktaturen etwas, was das Diktaturen leben lässt. Lassen Sie mich die Frage trotzdem noch einmal von unseren anderen beiden Gästen wiederholen, damit es tatsächlich jetzt die Abschlussfrage wird, bevor wir dann zum Umtrunk kommen. Ich spitze sie dann nämlich zu.
Wir befinden uns in einer Zeit, in der wir hier als Berlinerinnen und Berliner zwar glücklich und gesund leben können, recht zuversichtlich in die Zukunft blicken können. Nichtsdestotrotz ist es eine Zeit, das gilt es auch zu unterstreichen, in der wir uns Demokratie gefährdenden Kräften entgegenstellen müssen. Was lehrt uns das Buch für diese Zeit, für Berlin und für die Demokratieanstrengung, die es vielleicht auch von Berlin, von der Kommunalebene aus zu tätigen gilt? Wer möchte beginnen? Herr Fleming, Herr Diebke? Ich soll beginnen. Tja, Gefährdung der Demokratie, natürlich, wenn man sich mit der Wanderrepublik und die Berlin in der Wanderrepublik ist einfach eine faszinierende Stadt und auch die Politik in der Wanderrepublik, auch die Berliner Kommunalpolitik ist eine faszinierende Politik, wenn man die Impulse, die dort gesetzt werden, ansieht. Wohnungsbau, Hufeisensiedlung, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Das war schon sehr großartig und das war ein sehr hoffnungsvoller Aufbruch, der leider gescheitert ist, tragisch gescheitert ist mit furchtbaren Folgen. Was ich mich dann oft frage oder was man sich fragt, wenn man sich damit beschäftigt, welche Instrumente vielleicht zu der Zeit, zum Ende der Wahlrepublik, auch welche demokratischen politischen Instrumente noch nicht da waren oder auch nicht eingesetzt worden sind, um diese Krise, und es hat nach 1929, 30 eine politische, eine wirtschaftliche, eine soziale Krise gegeben, die immer schlimmer wurde, um diese Krise zu managen. Also das Krisenmanagement in einer gefährlichen und in einer gefährdeten Situation, politisch, ökonomisch, hat versagt. Und wir müssen aufpassen, dass wir in der heutigen Zeit, wo die Krise nicht zu vergleichen ist mit der zum Endphase der Republik, aber wo es doch so ein paar Schlagworte gibt, die immer mal wieder auftauchen, dass Assoziationen auftauchen, aufkommen zu dieser Zeit, dass die heutige Politik und die heutige Zivilgesellschaft Instrumente entwickelt, um diese Krise, wenn sie denn noch tiefer wird und schlimmer wird, auch zu managen, politisch, ökonomisch und sozial. Ich möchte an den letzten anschließen, wobei ich die Bemerkung machen möchte, ein Buch über die Geschichte eines Rathauses ist nicht der geeignete Ort, um alle wirklich entscheidenden Fragen, wie verhindere ich, dass Menschen in Verbrechen und Politik in Verbrechen abrutscht, zu beantworten. Aber ich gehe gerne auf Ihre Schlussbemerkung ein, weil ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Steht in dem Buch nicht ganz so deutlich. Ich weiß nicht, ob, wenn man zu diesem Thema eine Antwort gibt, hätte man die Frage, wie die soziale Entwicklung im Jahre ab 1928 war, stärker herausstellen müssen und. Auch die Frage, wir reden ja immer von den goldenen 20ern, was waren daran golden im Einzelnen, welche sind die Entwicklungen? Ich teile Ihre Meinung, dass man, wenn man sich Gedanken macht, wie kann ich verhindern, und jetzt beschreibe ich nicht alles das, was man verhindern muss im Einzelnen, wie kann ich verhindern, dass ich da auf die Ursachen und auf die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge eingehe? Sie haben auf die Sozialpolitik hingewiesen. Sie haben darauf hingewiesen, dass es immer irgendwelche Anlässe gibt, wo Menschen Schuldige suchen. So, wie kann ich dem vorbeugen? Wie kann ich das durch Rechtsstaatlichkeit machen? Wie kann ich es durch Entwicklung einer stabilen Demokratie machen? Das sind meiner Ansicht nach die Antworten, die man geben kann. Und ein bisschen aus der Geschichte des Roten Rathauses gehört dazu natürlich auch, dass Menschen zum Widerstand in der Lage sind. Denn bei allen wirtschaftlichen Hintergründen, die zum Zusammenbruch der DDR geführt haben, es war auch die Bereitschaft, Widerstand zu leisten
erst verhältnismäßig zurückhaltend, aber dann immer mehr. Und das ist das Wichtige und das ist das Schöne daran, dass man zu diesem Punkt dabei auch kommt. Eine letzte Bemerkung muss ich noch machen, weil Sie sagen, es ist schön, dass der Ausfall der Stadt, also die Mitte, sehr stark ist. Das ist richtig, das gehört dazu. Aber wir müssen im Augenblick, und da denke ich beispielsweise an Fernsehsendungen, Schicksalsjahr einer Stadt oder so etwas, da plötzlich verschiebt sich einiges, finde ich. Und ich stelle auch immer fest, weil ich historisch so halbwegs interessiert bin, es ist eben eine Tatsache, dass die Betrachtung der Geschichte eines Landes oder einer Stadt immer sehr von der gegenwärtigen Zeitbetrachtung und dem gegenwärtigen Zeitproblem aussehen. Das merkt man immer. In der Tat, Kommunalpolitik bedeutet ja, dort anzusetzen, wo wirklich Menschen auch ihre alltäglichen Bedürfnisse haben. Also Kommunalpolitik ist doch der Grund von demokratischer Politik. Also Wohnen, Parks, Freizeit, das sind doch Dinge, die Arbeit, der Weg zur Arbeit, Mobilität, die Bildung, die Versorgung der Familien, alles das sind ja kommunale Themen. Und von daher, glaube ich, zeigt dieses Buch auch nochmal, wie wichtig Kommunalpolitik ist, auch für die Demokratie. Und insofern, das mit dem Ost-Berlin, ich weiß, Sie sind ja auch prominent bei den Schicksalsjahren Rheinland-Stadt immer als Zeit. Also jetzt, so 1987 in Ihrem Fall, das weiß ich noch wieder gut in Erinnerung. Das Jahr 87 war ein bisschen einseitig, wenn man das Jahr sieht, Bau der Mauer. Ja, aber ich glaube, was diese Serien auch, es geht ja um Alltagserfahrungen auch von Menschen, die aus Berlin kommen, oder nicht mehr rechtfertigt in der SED zu kommen. Und das finde ich gut, dass das auch in dem Buch vorkommt. Dankeschön. Ja, ich unterbreche ungern, aber nur letztendlich, weil Sie hier gleich los müssen und irgendwas im Engen an der Zeit sind. Sie sehen, es gibt viele Themen, bei denen es nicht noch zu diskutieren geht. Deswegen möchten wir Sie auch herzlich dazu ermuntern, bitte hier zu bleiben bei der Rundtung. Ich möchte noch einmal auf den Büchertisch hinten hinweisen. Hier ist das Buch, das Rote Rathaus in Berlin, eine politische Geschichte aus dem Jahrhundert Verlag. Bitte schauen Sie einmal am Büchertisch vorbei. Die letzten Abschlussworte von Herrn Wild haben mir gerade sehr gut gefallen und ich möchte deswegen Sie noch einmal aufgreifen und unterstreichen. Es gilt natürlich bei der Kommunalpolitik, wenn wir an Berlin denken, an eine so bewegte Stadt, nicht nur darüber zu reden, was es demokratisch zu verhindern, sondern was es zu ermöglichen gilt. Und im Rahmen dessen hat mir die Veranstaltung, diese Unterhaltung und das Buch sehr gut gefallen. Ich danke Ihnen herzlich und ich hoffe, Sie bleiben da, um weiter zu diskutieren. Dankeschön.